Apis mellifera, die westliche Honigbiene, ist das wichtigste Bestäubungstier weltweit. Knapp 90% unserer Nutzpflanzen sind auf sie angewiesen. Die Imkerei boomt in Oberösterreich wie nie zuvor. Mit 85.000 Völkern sind wir das Bienenbundesland Nummer 1. Wenn man dann sieht, wie sie schwer heimträgt, letztendlich was in den Stock heimbringt und wie daraus dann Honig entsteht, dann weiß man, dass man hier ein großartiges Produkt hat, das es letztendlich zu nutzen gilt, aber dass es auch insgesamt einen gewissen Schutz braucht, damit es funktionieren kann. Einen gewissen Schutz deshalb, weil die Imker in den letzten 15 Jahren einen ungewöhnlichen Rückgang, manchmal sogar den Tod ganzer Bienenvölker beobachten müssen. Betroffen davon ist nicht nur Österreich, sondern auch Länder wie Frankreich, Belgien, Deutschland und Italien. Eine Delegation des Landes und der Landwirtschaftskammer Oberösterreich ist deshalb zum Austausch und für neue Lösungsideen nach Südtirol gereist. Also wir haben ja auch gehört auf unserer Reise, dass ein Bienensterben unterschiedlichste Ursachen haben kann. Es hängt vom Klimawandel sehr viel ab, also auch vom Wetter, von den Temperaturen und so weiter, von Schädlingen und Krankheiten, die auch in den Bienen einfach da sind, die sich ausbreiten, wo man entsprechende Maßnahmen setzen muss. Es hängt natürlich auch viel vom Management der Bienenvölker ab und natürlich auch vom Lebensraum der Bienen, beziehungsweise wie der von der Landwirtschaft auch bewirtschaftet wird. Andreas Platzer arbeitet in der Südtiroler Imkereischule. Er bildet jedes Jahr über 400 Imker aus. Zwar fliegt in Italien eine andere Honigbienenrasse als in Oberösterreich, die Themen sind hier aber ähnlich. Das ist sicher nicht das ausschlaggebende Element, ist das oder das oder das, sondern es sind allgemeine Situationen. Da können wir jetzt auch nennen die Umstellung der gesamten Landwirtschaft. Wir können jetzt aber auch nennen im gleichen Atemzug den Klimawandel, dass wir nicht mehr so schön aufgeteiltes Wetter haben. Für den Winter bilden sie die sogenannte Wintertraube. Dort wärmen sie sich gegenseitig. Dafür schrumpft ein Volk mit etwa 50.000 Tieren auf 10.000 oder weniger. Wird es zu früh warm, werden sie aktiver und brauchen mehr vom Futtervorrat. Der kann dann knapp werden. Durch rasche Kälteeinbrüche und wenig Futter kann ein ganzes Volk sterben. Die richtige Pflege des Imkers ist also enorm wichtig. Der Imker muss in das Bienenvolk hinein verstehen, muss wissen, wie das funktioniert, dann kann er auch verschiedene Sachen einfach abfedern, frühzeitig erkennen und dann darauf reagieren. Oberösterreich setzt seit vielen Jahren mit dem Bienenzentrum auch auf die Kommunikation zwischen Imkern und Landwirten. Denn neben der Varroa-Milbe, der asiatischen Hornisse, den kleinen Beutenkäfern und Viren wird auch der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft als Ursache diskutiert. Genau daran arbeiten wir auch, damit man gegenseitig versteht, worum geht es gerade, wann ist der Flug der Bienen, wann sind sie auf der Pollensuche unterwegs auf den Feldern, wann brauchen wir sie auch auf den Feldern und wie können wir das gemeinsam letztendlich so bewerkstelligen, dass die Biene arbeiten kann und leben kann und dass die Landwirtschaft trotzdem davon auch profitieren kann. Noch nie in der Geschichte wurde so viel zum Thema geforscht wie jetzt. Ein Tier, das hohe Aufmerksamkeit und Schutz braucht. Und das nicht nur in Oberösterreich, sondern über die Grenzen hinaus.